Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem niedlichen Let's Play beim Simulator. Ich habe mal ein bisschen Offcam hier weitergemacht, denn ich hatte ja beim letzten Mal irgendwie gedacht, ich hätte hier einen Bug, weil er hat immer gesagt, wir haben keinen Schrott, wir haben keine Nägel, obwohl wir das alles in den Kästen hatten. Ich habe jetzt festgestellt, wir müssen das im Inventar haben. Also bei Karl. Es reicht nicht, wenn wir das in den Kisten haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das davor anders war. Ich hatte eigentlich immer gedacht, es reicht, wenn wir das in den Kisten haben, aber scheint nicht so. Also wir müssen, wie gesagt, die Materialien im Inventar haben, um das zu bauen. Ich habe mir hier nochmal eine zweite Kupferschmelze gemacht, weil ich habe mir jetzt gedacht, ich will nicht diese Pappwände, ich will gleich Metallwände. Die sind doch gleich sehr viel solider. Ja, über die Schönheit lässt sich ja natürlich streiten, aber ich habe schon mal angefangen. Und ich habe mir auch noch Kisten gebaut. Ich habe jetzt mal ein bisschen hier sortiert. Hier sind jetzt die ganzen Samen und Dünger drin. So, hier ist weiterhin Schrott und ja, hier kommt dann noch Keramik und so rein. Ich habe das mal eben gebraucht gehabt. Genau, Nägel nehmen wir auch mit rein. Keramik, tauschen. Schrott haben wir hier auch noch. So, Aluminiumblech mache ich hier nicht rein. Okay, so, hier ist wieder, wie gehabt, Holz und Papier. Also Pappe meine ich natürlich. Und hier habe ich jetzt die Kiste für Aluminium und Kupfer. Genau. So, und ich habe noch ein bisschen gecraftet. Also für die Metallwände brauchen wir Alu und Kupfer. Aber wir haben so viel Schrott, von da können wir uns das auch locker leisten. Mehr als mit Pappe. Oh, ich brauche noch Schrott. Genau. So. Dich und dich. So, das nehmen wir gleich in die Hand. So, so. So, ich glaube, beim letzten Mal hatte ich ja noch gesagt zu dem einen Typen, er soll nochmal Holz sammeln. Komm mal her. Hast du schon Holz gesammelt? Achso, so. Genau. 10 Stück immer gleich. Sehr nice. Okay. So, wir können gleich mal wieder zur nächsten Mission gehen. Allerdings würde ich hier vorher noch mal ein bisschen aufräumen. Ich habe soweit alles recycelt. Also Karl ist, glaube ich, soweit leer, genau. Zigaretten. Wir können ihm natürlich gleich nochmal Bescheid sagen, dem Penner, dass er gleich neu sammeln soll. So, Holz und Papier. Ich würde Holz nochmal nachlegen hier. Genau. So, und habe ich jetzt noch Schrott? Ja, habe ich. Sehr gut. Die Maschinerie läuft. Die Maschinerie läuft. Und ich glaube, wir können jetzt auch echt so langsam oder sicher mit der Burg um einiges vorankommen. Ich würde doch tatsächlich mir nochmal Pappe nehmen und zumindest den Fußboden erweitern. So. Baumodus. So. Wo war der Fußboden? Wir hatten diesen Burgfußboden, ne? Ist der das jetzt? Burgfußboden, genau. So. Der muss jetzt nicht unbedingt aus Metall sein. So. Ah, wir brauchen noch mehr Pappe. Ich hatte hier doch noch... Nee, Quatsch, hier nicht. Ich hatte hier doch noch was, ne? Ja, hier genau. Sehr gut. So, weiter. Nee. So, so, so. Oh, wir machen uns eine richtig schöne große Burg. Also ich glaube so bis... also bis hier, glaube ich, würde ich es machen. So circa. Oh, das wird, das wird. Ich freue mich drauf. So, nochmal eben Alu und Kupfer weg. So, zack, rein damit. Na, wirst du wohl. So, warum ist der Schrott hier so weg?
Das. Oh, nice. Wir könnten natürlich noch mal eine Tabakpflanze anpflanzen, ne? Haben wir noch Tabaksamen? Nee. Aber ich glaube, wir konnten hieraus welche gewinnen, oder? Ich glaube, hier war doch irgendwas mit... Ja, genau hier. Okay. Dann pflanzen wir doch mal hier gleich. Achso. So. Oh, 9 Stück. Sehr gut. Das ist sehr gut. So. Einmal zurück. Ach ne, wobei können wir ja gleich. Können wir ja gleich wieder in die Kiste machen. So. Und wir brauchen einmal Dünger. Genau. Achso. Muss ich natürlich auch in die Hand nehmen, ne? Ja. Sehr gut. Ist er schon fertig? Ne, ist noch nicht fertig. Egal. Egal. So. Ein letztes Mal. Und dann gehen wir wirklich los. Denn ich habe auch wieder Bock auf eine neue Mission. Ich hoffe, ihr auch. So, nochmal nachlegen. Zack. Oh, hier fehlt uns Holz. Gut. Let's go, Karl. Achso, wir geben ihm nochmal, habe ich die Zigaretten jetzt mit? Ja. Du holst nochmal Holz. Genau. Okay. Ah, Reifen will ich nicht. Ja. Oh, hier ist ja nur Schrott drin. Was war das denn gerade für ein Beat? Nicht schlecht. So. Oh, Fensterrahmen. Sehr gut. Oh, Karl. Karl. Ich bin auch echt gespannt, wie der aussieht. Hallo? So. Ich bin echt gespannt, wie Karl als Mensch aussieht. Ich hoffe, auch wir sehen uns selbst einmal, irgendwann nochmal zum Schluss. So. Ich glaube, hier geht es zur Brücke, ne? Genau. Oh, Guano nehmen wir auch mit. Tag, Herr Officer. Wie geht's so? Ach so, die Aufgabe, ist die hier unten? Wo ist denn die Aufgabe? Ist das hier? Nee. Wo ist denn das? Ja, da oben kann es nicht sein, ne? Nee. Okay, muss irgendwo unten sein. Müssen wir gucken. Gehen wir hier runter, genau. Ach so, ja, alles klar, hier unten. So, auch wieder schön Essen und Trinken mitnehmen. Karl, kommst du? Ich will nochmal eben gucken. Wir müssen nämlich nochmal wieder essen und trinken. So, nehmen wir dich und was zu trinken. Alles klar, alles klar. Oh, ich finde das so schade, dass wir hier die Gartenstühle nicht mit in unsere Basis nehmen können. Und die Tische. Hätte ich gern gehabt. So. Oh, Schrott. Sehr gut. Brauchen wir jetzt natürlich ganz viel. Brauchen wir jetzt tatsächlich mehr als Pappe. Dadurch, dass wir jetzt doch lieber Metallwände nehmen. Aber nichtsdestotrotz ist Pappe auch gern gesehen. So. Alles ra- Oh. Das war meine Schuld, Karl. Ja. Das bringt alles schön viel Schrott. Nee, Reifen nicht. Okay. Hier ist noch Pappe. Sehr schön. Ach, Karl, frag das doch nicht immer. Immer wieder. So.
Und ich muss auch echt sagen, je länger ich dieses Spiel spiele, desto besser finde ich es. Achso, wir sind jetzt an der Tür vorbei, ne? Ich habe mich so auf den Schrott konzentriert. Okay. So, wir fragen mal, was Papa Ratte will. Moin. Oh, du bist aber auch hier der King, ne? Hier deine Bodyguards? So, was willst du? Father said you totally helped that lady Popo. Was she nice? I mean, like, do you like girls with a big bod and tough personality? Or do you prefer smaller girls? Perhaps little on the fairy side? Trixie, bag your face! There'll be plenty of time to chit-chat after we're done with the plan. Hat Trixie uns gerade angebaggert? Excuse her. It can get pretty lonely down here. Back to the plan, then. We now have a way in, but we still need a way out for Evil Way personnel located near the machine. I may have found such a way, but we will need to get on a good side of a certain hot dog man. You'll find him on the beach. Help him out, and when the time comes, he'll surely return the favor. How do I know that? Simple. He has no friends. Yet. Now go. Okay, triff dich mit dem Hotdog-Mann. Das machen wir. So, tschüss Kumpels. Bis später. Okay. So, wir müssen natürlich aber auch nochmal Ausschau nach Federn halten. Weil ich glaube, dafür können wir uns die Skins bei der Tauben-Lady da freischalten. Und ich würde auch noch gerne mehr Blaupausen finden. Was ist hier unten? Oh, hier ist nur Müll, ne? Ja. Oh, Holz. Oh, Alter. Hallo? Was war das? Oh, oh, oh. Ja, genau die war das, die ich gesehen hatte. Ich meinte doch, dass hier irgendwo im Kanal noch welche waren. Alles klar. Yeah, I can hold on to that for you. Oh. Ist da hinten wieder eine Blaupause? Es leuchtet da auf jeden Fall so komisch. So. Hallo. Na, kommt. Oh, treffen müsste man können, ne? Bleib doch mal stehen. Ja, hier. Du brauchst gar nicht werfen, das bringt dir sowieso nichts. Die haben aber nicht, immer noch nicht genug. So. Ne, take das. Oh, Stufe 10. Oh, 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 oh. So. Wir machen. Was machen wir? Allerweltsgewicht. Nee. Nee, ich würde natürlich gerne hier. Oh, du erntest mehr Verbrauchsgegenstände aus Pflanzen. Das ist schon mal sehr nice. Na, Verteidigungsbauwerke versuchen mehr Schaden. Ne, das mache ich sowieso erst später. Eingepflanzte Samen wachsen schneller. Jetzt die Frage, ob wir schneller wachsen lassen oder mehr ernten. Hier ist sonst nichts, ne? Immer wenn du eine hergestellte Mixtur anwendest, besteht die Chance, dass sie nicht verbraucht wird. Ja, das mit den ganzen Mixturen und so. Wir könnten natürlich auch, wenn wir uns Zigaretten holen wollen, senkt die Preise in Läden. Ich nehme das mal. Weil so Zigaretten anbauen ist zwar ganz nett, aber es ist natürlich einfacher, wenn wir uns die immer kaufen können. Und wenn die günstiger sind, nehmen wir natürlich gerne mit. So, was ist denn das?
Fass. Oh, ja. Wir können uns jetzt ein Fass bauen? Oder wie? Keine Ahnung. So. Auf zum Hotdog, Mann. Ja. Komme ich hier hoch? Komme ich hier irgendwie hoch? Nee. Irgendwo muss ich doch hier hochkommen können, oder? Nee. Warum nicht? Alter. Ja, hier ist auch der Clown. Können wir mal gucken. Ob wir hier noch was shoppen können. Aber ich will das Geld natürlich auch nicht zu unnütz ausgeben. Ah, Reifen. So. Oh ja, das nehmen wir gerne mit. Oh, nice! Ups. Wo komme ich jetzt hier hoch? Wo waren das? Hier war doch irgendwie Schrott auf dem Container. Aber das war da hinten, ne? Ah, Reifen. Komme ich hier nicht durch? Ich stecke fest. So. Ja, hier ist irgendwie versperrt. So, hier. Oh, Holz. So, kommt Karl jetzt hinterher? Oh ja. Hat er sogar geschafft. So. Oh. Ja, sorry, Karl. Das war diesmal meine Schuld. Okay. Ich sah auch echt eine Menge, was hier rumliegt, ne? Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hatte mir das vorher noch gar nicht so richtig angeguckt. Nein, kein Reifen. Okay. Oh. Ist hier noch irgendwas? Wo geht's da hoch? Oh. Okay. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ja, Holz. Wir brauchen auch viel Holz, um unsere Öfen zu beheizen. Ne, hier waren wir schon. Okay. Was ist das? Hier kriegen wir echt eine Menge Holz raus, ne? Hier waren wir schon. Wir kriegen hier echt eine Menge Holz raus. Das lohnt sich echt. So, was willst du von uns? Ja, danke. Oh. Ich weiß jetzt nicht, Respekt oder Geld. Ich würde natürlich... Aber Respekt brauchen wir natürlich, um mehr Creeps in unsere Basis zu bekommen, damit die für uns sammeln. Deswegen nehme ich mal Geld. Ich nehme mal lieber Geld. Das können wir uns auch wieder erbetteln. So, Keramik brauchen wir bisher am wenigsten, ne? Wir haben zu Hause so viel Keramik, aber brauchen tun wir das eigentlich nicht. Will ich hier noch was kaufen? Ah, ist jetzt günstiger. Vorher war 10 Holz für 10 Dollar. Jetzt ist 8,30 Dollar. Aber wir brauchen nur 5 Dollar auszugeben, damit einer von unseren Creep-Leuten 10 Holz holt. Von daher ist das rein rechnerisch Verschwendung. Oh, Palette. Okay. Wollen wir hier schon? Ich glaube ja, ne? Nee, hier ist nur Holz. Oh. So. Da hinten ist der Hotdog-Verkäufer irgendwo. Aber es hat sich gelohnt, hier vorbeizugucken. Echt.
ohne Milch. Mmh, yummy. So schön flockig war die. Mmh, das mag ich. Dick's Ice Cream, ja. Oh. Zack. Einmal volltanken, bitte. Lungert hier ja rum. Ihr habt hier nichts versucht zu suchen. Oh, komm. Einmal noch. Hui. So, hier können wir auch was kaufen. Ah. Warte mal. Ah, jetzt kostet nur noch 4 Dollar für Zigaretten. Wir nehmen uns noch mal ein paar mit. Ich weiß auch nicht. Ah, guck mal hier. Das erhöht Leben und Getränke. Also Durst meine ich. Ja, aber das will ich nicht kaufen. Ganz normales Bier. Calm down, Sir. Kann ich hier die Pappe mitnehmen? Nee. Ja, ich komme ja schon runter. Reg dich nicht so auf. Kann ich hier nicht die Kasse plündern? Nee. Good luck out there. Danke. Oh, hier. Money, money. So, Patterson Finanz ist hier. Gut zu wissen. Falls wir mal einen Kredit brauchen. Hier ist gar nichts, ne? Hier ist nur eine Tonne. Oh, hier war eine Birne. Die essen wir gleich. Und noch einmal Schrott. Oh, nice. Du freust dich über alles, ne, Karl? Nee, das ist nichts. Was haben wir hier? Are you pawning or selling? Was können wir hier noch kaufen? Wandelt durch Recycling Schrott im Bauteil. Doppelt so effizient. Warte mal. Wandle durch Recycling Schrott in Bauteile um. Doppelt so. Macht der jetzt. Macht er jetzt doppelt so viel raus wie eine normale Recyclingmaschine? Verstehe ich das richtig? Wir müssen es testen. Ich will es kaufen. Auch wenn es teuer ist, aber. Ich will das haben. Wenn das wirklich so ist. So, Taubenlady. Na du. So, können wir uns schon irgendwelche Skins hier holen? Nee, wir brauchen. Wir brauchen 5 Federn mindestens. Und wir haben. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben erst 3. Okay. Okay, okay. Also gehen wir mal weiter hier, damit ich hier gegen den Automaten boxen kann. Hat er das mitgekriegt, ne? Ja, gut. Achso, nee, da geht's. Alles klar, alles klar. Einmal Schrott. Oh. Macht ihr da ein Picknick oder wie? Ah, bleibt doch mal stehen. Ah. So. Jawohl. Whee. Was macht ihr hier denn am Strand? So, komm. Ist so heiß. Geh mal schwimmen. Sag mal. So. Zack. So, und da scheint wieder eine Blaupause zu sein. Ach nee. Das ist der Hodak-Verkäufer. Doch hier, meine ich doch. Oh, eine schöne Kuscheldecke. Ach nee, mittelgroßer Teppich. Oh, das wird so schön werden, unsere Basis. Das wird so richtig schön. So. So, Hotdog-Verkäufer, dann erzähl mal. Ach, komm jetzt zwischen 10 Uhr morgens und 3 Uhr nachmittags. Ach, wir haben es jetzt 2 Uhr morgens. Das heißt, erst in 8 Stunden. Na gut, aber
wir sind sowieso durch für diese Folge. Aber es hat sich richtig gelohnt jetzt wieder. Und wir haben viel Zigaretten. Das heißt, wir können wieder viel Sachen sammeln lassen. Und auch so die Ausbeute, muss ich sagen. Hat sich definitiv gelohnt. Ich hoffe, es hat sich für euch gelohnt, hier zuzuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, vergesst den Daumen nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, macht's gut. Tschüss.